Ob diese Ziegenhirtin später verkauft wird, hängt maßgeblich von der nun folgenden Beratung ab. Doch unsere Experten ahnen noch nicht, welche Rolle sie bei der Entscheidung der Besitzer spielen werden. Ja, das ist ein hübsches Bild. Ein sentimentales, hübsches, romantisches Bild. Wie lange haben Sie es schon? Vielleicht mal zwei Sätze dazu. Jetzt mal, das ist ein Erbstück von meinen Großeltern. Ja. Mein Großvater war gut situierter Ingenieur in Berlin und war auch an Kunst interessiert. Ja. Da hat er eine sehr früh gestorben. Ich habe ihn also nicht kennengelernt. Aber ich bin in der Wohnung, wo das alles ganz hervorragend reinpasste, diese Sachen, groß geworden. Das war nach dem Krieg und deswegen bin ich damit aufgewachsen. Und die Dame hier mit den Ziegen, die war so das ländliche Leben für mich. Und nach der Wende jetzt mal im Internet, da hat man dann ein bisschen was über den Maler gefunden, aber nicht das Eigentliche jetzt mal. Und das interessiert mich jetzt mal vom Motiv her, ob Sie mir darüber mal was sagen können, warum der das gerade so gemalt hat. Das haben Sie selbst schon gesagt. Das ist gerade, das ist das einfache Leben an sich. Mhm. Und die Antike, die hellenistische Antike, hat sich in Hirtenromanen Daphnis und Chloe der einfachen Lebensart der Hirten angenommen und hat das als Idylle und als die wahre Form menschlicher Existenz ausgemalt. Und das haben dann spätere Jahrhunderte auch immer wieder getan. Man hat sich zurückgesehnt, aus der Zivilisation heraus auszubrechen und das wahre Leben zu kosten. Man ist sogar so weit gegangen, in bestimmten Kurorten Ziegenmilch zu verabreichen, die von Ziegenhirtinnen gewonnen wurde. Bad Kissing war so ein Ziegenmolkebetrieb, Bad Brückenau. Und das war die einfachste Form menschlicher Existenz überhaupt. Wo nicht gesät und geerntet wird, sondern wo man von den Produkten lebt, die man auflesen kann und die man von den Tieren ohne Gewalt gewinnen kann. Jetzt gibt es natürlich immer auch eine zweite und eine dritte Seite. Wenn wir uns das Bild anschauen und den Maler anschauen, Bostri, dann ist das ein Bild, das um 1900 gemalt worden ist. Mhm. Es ist sehr beeinflusst von einem Maler, der dann in München sehr berühmt geworden ist, nämlich Gabriel von Max. Ein Vertreter einer gewissen symbolistischen Richtung. Also Malerei, die, so wie er sagt, Themen des Alltags bringt, des ländlichen Alltags bringt, aber damit auch immer wieder ein bisschen Geschichten erzählen will. Und wenn wir uns jetzt das anschauen, fällt uns doch auf jeden Fall das Generalthema des Lebens ein, nämlich die Sehnsucht und die Liebe. Ich sehe in diesem Mädchen ein sinnierendes, an etwas oder an jemanden denkendes Mädchen, das da in seiner Tätigkeit als Ziegenhirtin, also ihren Gedanken freien Lauf lässt. Sie ist eine junge, jetzt sage ich einmal erblühende Frau. Dieses aufspringende Leibchen hier zeigt quasi ein bisschen was Knospenhaftes. Sie ist zögerlich, sie hat diese Blätter im Mund, im Hintergrund die Ziegen, dass da eine schwarz ist, könnte jetzt vielleicht sogar ein bisschen ein Hinweis sein auf ein schwarzes Schaf oder so etwas. Jedenfalls denkt sie vielleicht an einen jungen Mann, der das eigentliche Zentrum ihres Interesses ist. Ja. Sie ist äußerst arm auf der einen Seite. Das sehen Sie an den zerrissenen Kleidern, dass sie barfuß geht. Ja. Und auf der anderen Seite ist sie äußerst reich, weil sie diese unmittelbaren Formen des Lebens imstande ist, auszukosten. Und Zeit hat und Muße und sinnieren und träumen kann. Nicht? Das muss man sich ja sonst teuer erkaufen. Ja, irgendwie sieht sie zufrieden aus. Ja, und dieses Bild ist auch bemerkenswert durch die Form des Bildausschnittes, der hier gewählt ist, wo man bis vor die Füße schaut des Betrachters und hoch in das Walddickicht und in die Mitte gestellt, aber nicht zentral, eben dieses Hirtenmädchen, das da wie eine Waldnymphe
an dem Stamm lehnt und siniert. Durchaus modern gemalt für die Zeit. Diese aufgeklappte Perspektive, dieses hohe Format spricht für Jugendstil, also Jugendstilmalerei mit symbolistischem Inhalt. Zum Preis, heute kostet so ein Bild ca. 3.500 Euro. Mhm. Gibt es von Wastrid in dieser Richtung noch was? Ich bin überzeugt, mir ist es nicht bekannt. Also wie gesagt, ich habe da nichts weiter gefunden. Der Maler ist in Museen nicht präsent, aber in Künstlerlexika. Und deswegen ist es auch sehr schwer, ihn kunsthistorisch einzuwerten, weil es keine Vergleichsmöglichkeiten gibt. Symbolistische Inhalte hat er natürlich eine ganze Menge gemalt. Okay, schönen Dank. Wir danken, auf Wiedersehen. Vielen Dank. Rudolstadt in Thüringen. Hier soll heute die Ziegenhirtin versteigert werden. Ja, sie haben sich nach der Beratung entschlossen, ihr Bild zu verkaufen. Jetzt wissen sie ja, was es wert sein könnte. Das renommierte Auktionshaus Wendel liegt in der Nähe ihres Heimatorts. Brigitte und Klaus Stolle sind zum ersten Mal in ihrem Leben bei einer Auktion dabei. Über 4000 Losnummern, also Objekte, sind vor und während der Versteigerung zu besichtigen. Mehr als 700 davon Gemälde. Und irgendwo ist auch ihr Bild. Und da ist sie. Bei uns zu Hause hing so wie 25 Jahre, ne? Warum wollen Sie sie denn jetzt verkaufen eigentlich? Die sieht nicht schön aus an unserer Wand. Das ist unser Streitthema. Ich stamme vom Dorf und ich habe Ziegen gehütet. Ich habe mir immer gesehen, dass ich es war. Dass Sie das waren? Ja, erinnert mich schon an meine Jugend. Hier so mit dem Ganzen, da passt das irgendwie rein, ne? In solche Räume. Aber so für unsere Wohnung ist das Bild einfach zu groß. Das ist erdrückt irgendwie, das Bild. Ich sehe das ein bisschen anders. Aber die Damen haben ja immer recht. Nee, aber aber ich bin ja nicht Erbe. Er wird doch nicht gefragt. Er kann alles sagen und machen, aber die Ziegendame hier, die... Wie nennen Sie sie? Ziegendame. Die Dame signiert an, er kriegt dann eine Zicke. Halm im Mund und denkt an das bessere Leben, was noch vor ihr liegt. Heißt es nun endgültig Abschied nehmen? 2.400 Euro ist der Limitpreis. Unter dem wird es nicht versteigert. Aber wird es überhaupt einen Bieter geben? Komm, jetzt guck ich mal. Habt ihr doch nicht gefunden. Mit Brille wäre das nicht passiert. Wenn nicht, geht es in den Nachverkauf oder wieder zu Stolles nach Hause. Einmal wollte ihnen jemand 500 Euro dafür geben, da sollte heute aber mehr drin sein. Man kann ja mal was anpeilen. Ja. Naja, na klar. Was peilen Sie an? Also vom Mindestpreis dann mindestens das Doppelte. Ah, nee. Ich habe an sich folgende Überlegung. 500 Euro hatte der Interessent uns geboten, so spontan. Die Experten von Kunst und Krempe haben 3.500 gesagt. Davon in der Mitte. Das wären 2.000 Euro. Aber es dauert noch, bis die Ziegenhirtin dran ist. 140 bis 150 Objekte werden pro Stunde aufgerufen. Wer im Saal erfolgreich gesteigert hat, kann seine Beute gleich mit nach Hause nehmen. Zahlen, mit der Quittung auf die Suche gehen und sich freuen. Vor allem, wenn es ein Schnäppchen war. Ich habe Glück gehabt, also es hat mir von Anfang an gefallen. Ja. Und normalerweise ist es so, wenn mir hier was gefällt, dann geht es immer so übelst in die Höhe. Das Jagen und das Sammeln liegen nirgendwo näher beieinander als in einem Auktionshaus. Ein Quäntchen Glück gehört immer dazu. Ich habe meine sämtlichen Möbel hier gekauft, muss ich sagen. Und immer für kleines Geld, also wirklich. Schön. Ja, aber ein Bild zum ersten Mal, glaube ich. Viel Spaß. Dankeschön. Einen wunderschönen
140 zum ersten, zum zweiten. Gleich wird Auktionatorin Anke Wendel die Losnummer 4110 aufrufen. Aufgeregt? Aufgeregt ist vielleicht nicht der Richtige. So ein bisschen vielleicht. Und 430, Nummer 4110, Carlo Bostri, Bauernmädchen mit Ziegen auf der Wiese, Öl auf Leinwand, links unten signiert. 2400 sind geboten, wer bietet 2600 Euro? 2600? Jemand bietet am Telefon mit. 2600, 2800 bei mir, bieten Sie 3000? Es läuft gut. 3300 schriftlich, 3600? 3600? Der Telefonbieter steigt aus. 3.600 Euro zum ersten, 3.600 zum zweiten und 3.600, niemand mehr, zum dritten für die Bieternummer 123. Verkauft an einen Bieter, der sein Gebot schriftlich hinterlegt hatte. Zuschlag bei 3.600 Euro. Dafür gibt's eine persönliche Gratulation vom Chef Martin Wendel. Das Ziegenmädchen ist weg. Das Ziegenmädchen ist weg. Jetzt kann ich trauern um die Ziege. Hm? Ein Lachen und ein Weinesorgel. Oh, ich würde sagen, ich lache. Schöne Sache. Und der Preis, was sagen Sie? Einwandfrei. Wer will da noch meckern? Es wird Zeit, sich von der Zickendame zu verabschieden.